Atme tief ein. Und lass dein Bewusstsein mit dem Atem nach innen fließen. Und beginne deinen Körper zu spüren. Und atme noch tiefer in dich hinein, als ob du dich selbst wieder in dich einatmest. Und dich auch empfängst in dir. Und wir machen jetzt eine Reise, die uns auf eine wunderschöne Wiese führt. Eine Wiese der Heilung und Harmonie. Das ist deine Wiese. Deine Wiese, wo du dich erholen kannst, zu dir selbst zurückkommen kannst. Hier bist du geborgen und geliebt. Goldene Sonne steht am Himmel und du spürst die goldenen Schwingungen, die jetzt durch deinen Körper fließen. Wir werden jetzt unsere Ahnen rufen und wir werden jetzt unsere Urgroßeltern rufen, also die siebte Generation. Möge die siebte Generation meine Urgroßeltern jetzt zu mir kommen. Und mögen sie jetzt für mich da sein. Und du atmest tief, als ob du deine Ahnen, siebte Generation, jetzt zu dir einatmen würdest. Und du beginnst die Energie, deine Ahnen, der siebte Generation, zu spüren. Vielleicht siehst du sie als Gruppe von Menschen oder einfach als Energie. Und dann begrüßt du sie. Öffnest dich für deine Ahnen. Das sind deine Urgroßeltern. Und du sagst, wie du heißt. Und fragst deine Ahnen, ob sie für dich irgendwas mitgebracht haben. Die Geschenke. Diese Geschenke enthalten in sich alle Potenziale, alle Gaben, Talente, die diese alle deine Ahnen in sich tragen. Und die freuen sich jetzt von ganzem Herzen, dir diese Geschenke zu übergeben.
spüre, was sind das genau für Eigenschaften, die du jetzt von deinen Ahnen erbst. Es könnte in Gefühlen, in Farben, in Formen sich ausdrücken. Und dann schreibst du es dir auf. Und dann atmest du wieder tief in dich hinein, als ob du jetzt bewusst dieses Geschenk in dich einatmen würdest. In jede Zelle fließen diese Geschenke, diese Gaben. Die Talente, die jetzt dir zum Leben zur Verfügung stehen. Nimm es freudig und in Liebe an. Nimm es und bedanke dich von ganzem Herzen. Und spüre, wie wichtig das war für deine Ahnen, dass du es auch annimmst. Spüre die Lebendigkeit, wie dadurch durch dich fließt. Das sind die Ahnen, die jetzt lebendig sind, weil sie ihre rechtmäßige Stelle annehmen können und dadurch dir diese Kraft, was dir zusteht, fließen lassen. Und spüre, wie diese Kraft jetzt zu dir fließt, wie deine Ahnen sich hinter deinen Rücken stellen, wie jetzt diese Kraft deinen Rücken stärkt und aus der Vergangenheit in die Zukunft fließt. Diese Kraft ist jetzt für dich da, jetzt und dauerhaft in der Zukunft. Du musst nicht mehr im Außen suchen, du bist es jetzt, der es in sich trägt. Und nun rufen wir die nächste Generation zu uns, die sechste Generation. Möge die sechste Generation jetzt zu mir kommen und sich hier manifestieren. Und du atmest wieder tief ein, als ob du jetzt deine Urgroßeltern zu dir einatmen würdest. Und du spürst, wie deine Ahnen jetzt zu dir kommen, die sechste Generation,
Vielleicht siehst du sie als Menschengruppe oder spürst du sie einfach als Energie. Öffne dich für diese Begegnung. Öffne dein Herz und begrüße sie. Und nenne deinen Namen. Und fühle, wie sehr sie sich freuen, dass du sie gerufen hast. Wie sehr sie gewartet haben, dass du all diese Gaben, Geschenke, Potenziale anfragst und die übergeben es dir freudig, all das, was du ab jetzt leben kannst und sein kannst. Spüre, was ist das, was du jetzt bekommst. Und nehme es in dir auf. Schreibe es dir auf, damit du dann später es nicht vergisst. Und nehme es in dir auf, atme es. Fühle jede Zelle von dir mit dieser Energie, die du eben bekommen hast. Das ist dein Erbe. Die du ab jetzt für dein Leben zur Verfügung gestellt hast. Und es fließt durch dich. Das ist die Kraft, die durch dich fließt, aus deiner Vergangenheit in deine Zukunft und alles ausfüllt. Und deine Urgroßeltern stellen sie sich auch hinter deinem Rücken auf. Und du spürst diese Stärke. Die freuen sich jetzt auch, diese Kraft des Lebens zu dir fließen zu lassen. Jetzt, dadurch, dass du es leben kannst, sind auch sie lebendig und kraftvoll, so wie es sein muss. Und schon ist die Zeit, dass unsere Urgroßeltern zu uns kommen. Die fünfte Generation. Mögen die Urgroßeltern zu mir kommen. Mögen sie sich jetzt hier manifestieren. Und du atmest wieder tief ein. Als ob du deine fünfte Generation jetzt zu dir einatmen würdest. Und du spürst, das sind sie. Das ist die Energie von meinen Ahnen. Fünfte Generation. Und schau, wie auch sie sich freuen, dass du sie gerufen hast. Und auch hier sagst du deinen Namen. Sagst, wer du bist. Und schau, die haben schon ganz was Besonderes für dich mitgebracht. Das sind Potenziale und Geschenke, die diese Generation jetzt dir für dein Leben
zur Verfügung stellt. Fühle, was ist es, was du gerade erbst, und schreibe es für dich auf. Und dann nimm es in dir auf. Atme es in dich hinein. Lass es in jede Zelle fließen. Erfülle alle deine inneren Räume mit dieser besonderen Energie. Gaben deine Urgroßeltern. Fühle, wie jetzt auch diese Kraft durch dich fließt. Die Ahnen der fünften Generation stellen sich hinter dir und die Kraft fließt durch dich. So kommt das alles in Ordnung, göttliche Ordnung. Jetzt auch diese Ahnenreihe hat ihren Platz angenommen und kann jetzt lebendig sein und diese Lebendigkeit dir weitergeben. Und jetzt kommen wir zu unseren Urgroßeltern. Vierte Generation, mögen meine Urgroßeltern jetzt zu mir kommen und sich hier manifestieren. Und du atmest wieder tief ein, als ob du deine Großeltern zu dir einatmen würdest. Und du siehst deine Urgroß, Opas und Omas, die stehen da und freuen sich, dass du sie gerufen hast. Vielleicht hast du manche auch gekannt, und manche auch nicht. Und so nimmst du deinen Namen, damit sie genau wissen, wer du bist. Und spüre, wie sehr sie sich freuen, wie wichtig das auch ist für deine Urgroßeltern, dass du auch ihre Gaben und Geschenke und Talente anfragst. Denn so haben auch sie das Gefühl, gelebt zu haben und auch weiter durch dich zu leben. Und fühle, was ist es, was sie gerade dir erben. Und dann schreibst du es auch auf.
und du nimmst es in dich auf. Du atmest diese Energien, die du jetzt für dein Leben zur Verfügung stellst, in jede Zelle von dir. Alle deine inneren Räume, alles, was du bist, wird damit erfüllt. So stellen sie sich deine Urgroßeltern hinter deinem Rücken und nehmen ihr Platz ein. Und du spürst, wie die Kraft jetzt zu dir fließt, durch dich fließt. Es steht dir zur Verfügung. Und so kannst du es auch jetzt weitergeben. Und jetzt ist die Zeit, dass deine Großeltern zu dir kommen. Deine Omas und Opas sind jetzt da. Du atmest wieder tief. Mögen meine Großeltern zu mir kommen und sich hier manifestieren. Und du spürst, dass deine Großeltern jetzt da sind und sich riesig freuen, dass du sie gerufen hast. Vielleicht kennst du deine Großeltern, vielleicht manche nicht. Du kannst auch noch mal deinen Namen nennen, damit wirklich jeder genau weiß, wer du bist. Und du spürst, wie sie sich freuen und dir seine Geschenke übergeben. Alle Gaben, alle Potenziale, alle Talente. Und wie wichtig das ist für deine Großeltern, diese Geschenke dir auch zu geben. Schreibe es dir auch auf. Und du nimmst es in dich auf, du atmest es tief in dich hinein. Verbindest dich mit dieser Kraft, die du eben auch geerbt hast von deinen Großeltern. Und deine Großeltern stellen sich hinter deinen Rücken. Und du spürst diese Lebensenergie, die jetzt durch dich fließt. Und jetzt ist die Zeit, dass unsere Eltern zu uns kommen. Da sind sie auch, dein Papa und deine Mama. Auch unsere Eltern
haben sehr viele Potenziale, Gaben, Talente in sich, ob sie es gelebt haben oder nicht. Auch sie haben das Positive, was sie auch wirklich bereit sind, dir zu erben. Mag sein, dass sie nicht wirklich alles dir geben konnte in Wirklichkeit, aber die Absicht war da, Potenzial war da. Und alle Eltern wünschen sich wirklich ihren Kindern nur das Beste. Und unsere Aufgabe, dass wir Kinder es auch annehmen, auch unser Herz öffnen können und das Gute annehmen können, was unsere Eltern uns schenken möchten. Nun öffne dich für die Geschenke von deinen Eltern. Schau, was ist das Besondere, was du von deinem Vater und von deiner Mutter erben kannst. Und nimm es an. Schau, wie wichtig das für deine Eltern auch ist, dass du es annimmst. So haben sie auch das Gefühl, dass sie nicht umsonst gelebt haben. Weil du, wenn du diese Potenziale jetzt lebst, dann heilst du auch die Energie deiner Eltern. Weil so kann jetzt diese Kraft lebendig werden und durch dich fließen. Nimm es in dich auf. Stell es dir zum Leben zur Verfügung. In Dankbarkeit und Liebe. Das steht dir jetzt zu. Das ist dein rechtmäßiges Erbe von deinen Ahnen. Und so stellen sich auch deine Eltern hinter deinem Rücken. Und du spürst die ganze Kraft deiner Ahnen, die jetzt lebendig ist. Und jetzt ist die Zeit, dass ein ganz besonderer Mensch zu dir kommt. Ein ganz wichtiger und besonderer Wesen, das es je gibt. Und dieser Mensch bist du selbst. Und du atmest tief ein. Und du hast die Absicht, dass jetzt du zu dir kommst. Du selbst erscheinst vor dir. Und du selbst hast ein Geschenk für dich. Das sind deine Talente, deine Gaben, deine Potenziale, die du bis jetzt nicht angefragt hast, nicht benutzt hast.
vergessen oder versteckt hast. Jetzt ist es da, als Geschenk, und du selbst überreichst es dir. Schau, was ist das, was du dir selbst mitgebracht hast. Und dann schreibst du es auch auf. Und du nimmst es in dich auf und atmest es in dich ein. Verwebst du alle deine Zellen mit all dieser Kraft, mit all diesen Potenziale und Gaben. Du fühlst dich selbst damit du wirst zu all dem, was du bist, was dir zusteht. Und auch du selbst stellst du dich hinter deinem Rücken. Und stärkst dich selbst. Und jetzt spüre, was du gerade eben bekommen hast. Diese kolossale Kraft, deine Ahnen und dich selbst fließt jetzt zu dir und durch dich. Und diese Kraft fließt jetzt auch in deine Zukunft, zu deine Kinder und zu deine zukünftigen Kinder. Du bist jetzt, die es weitergibt. Deine Kinder können es jetzt erben von dir, weil du es jetzt lebst. Dürfen auch deine Kinder es leben, es sein. Spüre diese ganze Lebendigkeit, die durch dein Blut fließt, Lebendigkeit deiner Ahnen. Und dafür bedankst du dich ganz, ganz tief bei dir selbst. Du bedankst dich bei deinen Ahnen. Du umarmst dich innerlich und auch äußerlich. Und dann küsst du dich auf die rechte Schulter, auf die linke Schulter. Und dann genießt du die Liebe von dir selbst. So komme wieder zurück und bewege deinen Körper und Gene. Willkommen im Leben.